So, wir haben in RTZ ja auch ein bisschen mehr Leistung rauszuholen, ja? Und 1,6 Liter und 270 PS, 330 Newtonmeter ist wirklich viel. Und da haben sich auch alle gefragt, wie schaffen die das? Die haben das so geschafft, weil wir jetzt schon die ersten Teile abgebaut haben und ein bisschen am Rumexperimentieren sind, indem das Ding eigentlich fast getuned ist. Es ist quasi wie ein Tuning-Fahrzeug. Wir haben jetzt hier den Serien-Nahluftkühler vom RTZR, der wirklich verdammt nochmal groß ist. Den größten Tuning-Nahluftkühler, den ich gefunden habe für den Motor, ist das Ding. RTZR hat zwar noch keiner auseinandergebaut, somit gibt es keinen wirklich gebauten für den, für den Motor. Somit muss man quasi auf die einzelnen Mini Cooper S oder RCZ Teile zurückgreifen, und das ist so ein Ding. Der ist kleiner als der vom R. Der vom R ist auch noch sehr gut gebaut, weil das Wichtigste bei so einem Turbomotor ist der Wirkungsgrad. Wir brauchen viel, viel kalte Luft im Motor. Warum brauchen wir das? Man muss sich überlegen, umso kälter die Luft ist, die durch den Motor, oder in den Motor reinkommt, hat sehr viel Volumen. Doch Volumen ist nicht wichtig. Volumen pumpt der Lader ja. Wir brauchen viel Luftmasse. Und diese Luftmasse entsteht dadurch, umso kälter die Luft ist, umso mehr Luftmasse haben wir im Volumen an Luft, die in den Brennraum reingeht. Haben wir mehr Luftmasse, die Richtung Brennraum reingeht, umso mehr Sprit können wir hinzufügen, und so entstehen auch 270 PS aus 1,6 Liter Hubraum. Hier geht nicht mehr. Und das ist scheiße. Ihr merkt, ich bin gerade sehr negativ gelaunt, weil ich habe hier einen Nahluftkühler, und ihr kennt das ja auch, Tuning-Teil besorgt, willst es einbauen, denkst, gleich gibt es mehr Bums, wir können was erzielen. Beim Thema Nahluftkühler kann man nichts erzielen bei dem Ding. Also das ist so groß dimensioniert, dass es sich nicht lohnt und auch keinen Sinn macht, da was anderes einzubauen. Das nächste ist nämlich beim Nahluftkühler, viele China-Nahluftkühler sind nämlich sehr, sehr enttäuschend. Man muss sich so ein Netz auch mal genauer angucken von so einem Ladeluftkühler. Es geht nicht immer darum, wie viel Volumen hat dieser Ladeluftkühler. Weil diese Volumenberechnung ist ja oftmals auch falsch. Volumen des Ladeluftkühlers ist nämlich nur hier drin. Diese Kammer ist der Bereich, wo die Luft durchgeht. Das hier außen ist diese Austauschfläche, wo quasi, Aluminium ist ja ein sehr gut leitendes Material. Wenn die warme Luft reingeht, gibt ja die warme Luft die Temperatur ab an das Aluminium hier in dieser Kammer, wo die Luft durchströmt. Dieses Netz gibt einfach nur die warme Luft ab an die Atmosphärenluft, die quasi durch das Fahrzeug durchströmt und auf der Autobahn fährt. Seid ihr noch dabei? Das heißt, wenn wir das Verhältnis aufteilen zwischen Strömfläche und der Fläche, wo quasi die kalte Fahrzeugströmluft durchtreibt, verändern, kann man da einmal entweder einen größeren Gegendruck erzeugen im Ladeluftkühler, nicht so gut, oder man kann einfach eine höhere Kühlleistung erzeugen. Das kann man gut hier sehen. Hier haben wir eine sehr große Kühlfläche und sehr große Kammern. Dafür haben wir aber relativ wenig Etagen an Kühleinzeleinheiten im Vergleich zu dem Serienteil. Das sind einfach viel mehr Etagen im Vergleich. Und somit kann man auch oftmals falsche Ladeluftkühler ins richtige Auto einbauen. Und ja, so viel zu dem, Ladeluftkühler. Ich hätte gerne demonstriert, dass wir was anderes einbauen. Werden wir in diesem Fall nicht. Das heißt, der kommt wieder rein. Und als nächstes Thema ist die Downpipe dran. Und da habe ich auch schon was gesehen. Das wird auch nicht gut. Das ist nicht, wie ich gedacht habe. Das ist nicht gut.